Bin hier! Yo, was geht? Wir sind jetzt hier da beim Eingang. Ich glaube, du musst uns jetzt kurz holen. Hallo! Welcome! Weißt du, dass ihr da seid? Ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Hier zu sehen. Boah, danke dir, danke. Ihr habt das alles gerettet. Hey, hier, Gizé. Eure Lieblingspapes. Hier riecht es ja sehr gut. Ja, hier riecht es sehr köstlich. You want a drink? Ja, ein Bier, gerne. Augustino? Sehr gerne. Whatever they want. Geil. Weil du es wählen kannst. Auch jemand Papes? Ja, dann gehen wir aber mal hoch. Ja, bitte. Geil. Der Traum eines jeden Stoners. Aber sowas von, Alter. Ein Boot, Wasser, was willst du mehr? Was willst du mehr? Ein rauchendes Boot. Ja. Sind hier Papes drin? Nee. Das wäre einfach nur Next Level. Only good vibes. Only good vibes, ihr habt's gehört. Marco, du bist hier ja wirklich der König. Ich warte das auch schon seit 5 Jahren. Du bist hier der Captain. Du gehst als letztes vom Boot. Ja, ich bin auch jedes Jahr dann seekrank. Nicht schlecht, richtig guter Service. Arbeiten, ne? Was ist das? Zweistöckiges Boot? Dreistöckig. Es gibt Essen, es gibt Gras, es gibt CBD. Es gibt CBD und es gibt Vibes. Das sind Packs. Ah, die sind leer. Ich schicke 10 Euro PayPal an die Person, die mir sagen kann, wofür man das braucht, um zu kiffen. Hier gibt es Weed-Schokolade, Weed-Brownies, Weed-iPhones, Weed-Autos, Weed-Menschen. Oh. Ja, hallo! Alter, wir haben schon so ein Ding abgeräumt. Jimma, ich hab Weed. Check die Bad, Alter, hab ich in so einem Greifarm. Da kannst du Weed rauchen. Habt ihr schon geraucht? Eine 3G-Bad. Nee, aber wir wollten gleich zum Pure-Stand und uns ein paar Joints drehen. Okay. Alter, die haben ja richtig viel. Filter ohne Ende. Gummibärchen. Aktivkohlefilter. Oh, geil. Pure-Ride. Beste Dünger. Dünger? Aber er meinte so, sag allen, dass das CBD ist. Sag allen CBD. Ich frage mich, wie viele hier nur CBD rauchen. Jetzt wird der Ballon geraucht. Mama, das ist CBD. 3 Gramm bald, Alter. Dicke Eier. Nicht so schlimm. Alles gut. Und jetzt? Wie du Bock hast, Junge! Im Abgang, 3. In der Lunge, gutes Gefühl auf jeden Fall. Der Connoisseur. Ist nice. Von 1 bis 10? Das ist eine stabile 9. Eine stabile 9. Ich hab's gehört. Lollipop. Das hat sich gelohnt. Ja, okay. Glückwunsch. Zeig mal deinen. Ist gut? Ja. Und los geht's. Boah, Digga. Yeah. Willst du auch noch durch die Messe schmeißen? Yo. Glückwunsch. Boah, wir haben es auf Kamera. Aber
Echt? Wir haben es auf Karte, also du hast wirklich nicht hingeguckt, oh Gott, aber wir können. Das kommt jetzt komisch. Congratulations! Mal, ja? Let's go! Ah, Lollipop! Ja, ja. Das hat sich gelohnt. Ja. Okay, wir haben hier Hanf-Limonade. Die probieren wir jetzt. Und? Ja, schmeckt wie mit Limonade mit Hanf halt. Aber es ist ganz geil eigentlich. Ja? Es hat einen leichten so Weed-Nachgeschmack, aber es schmeckt voll gut eigentlich. Schmeckt voll nice. Ja. Aber im ersten Moment ist man so überrascht halt. Schmeckt schon ein bisschen nach Gras, aber sonst eigentlich schon erfrischend. 8 von 10. Wie ist dein Kanal? Wie heißt dein Kanal? Bad Ideas Only. Cool. Check deinen YouTube-Kanal ab, auf jeden Fall. Geil. Wenn ich drinne bin, gucke ich es mir auch an. Ihr wisst Bescheid. Wir sind reich. Ich hab's geschafft, mein Durchbruch. Barry Escobar. Endlich. Endlich der Durchbruch. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Alles CBD-Leute, dass ihr Bescheid wisst. Und auch nicht mein Produkt, das ist ihr Produkt. Ja, ich halte mich davon fern. Ja, ja, natürlich. Don't do drugs, kids. Fanta. Drink Fanta. Ihr wisst auch, da wo die Raucher sind, da ist auch gutes Essen. Ich hab Bock auf so einen Bao-Burger. Hallo! Boys! Brauchst du die gleich? Raffi ist schon ein Grinder hier reingefallen und wir. Scheiße. Scheiße. Zweimal. Was geht? Wir sind fertig hier jetzt. Wir haben gut gegessen. War auf jeden Fall entspannte Vibes. Wir hoffen, ihr fandet das auch interessant. Bad ideas only.